Bevor es heute losgeht, haben wir eine wichtige Information für dich. Du begeisterst dich für Organisationsgestaltung, du bist Unternehmerin, Führungskraft oder Beraterin und möchtest Einfluss auf eine positive Zukunft deines Unternehmens nehmen? Dann solltest du wissen, dass im Herbst 2024 unter dem Dach der Lea Akademie unser Zertifikatskurs Organisationen gestalten, führen und beraten an den Start geht. Du möchtest mehr wissen über diese einzigartige Fortbildung, du willst dabei sein und prüfen, ob du dir die Termine einrichten kannst, dann schreib mir direkt über LinkedIn oder eine Mail an akademie@become-better.org und wir schicken dir sehr gerne den Infoflyer zu. Und jetzt geht's los mit dem Podcast. Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von Lea, Organisationsberaterin und Ausbilderin für systemische Organisationsgestaltung und Führung. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder dabei bist. Dieser Podcast erscheint jeden Mittwoch für dich und möchte dir interessante Themen, Insights rund um die Arbeitswelt, Organisationen und Führung überbringen. Heute nehmen wir dich mit in den Weiterdenken-Podcast von Svenja Hofert. Svenja hat mich in ihren Podcast eingeladen, um mit mir darüber zu sprechen, was eigentlich systemisch ist und was der systemische Blick in der Führung leisten kann. Du erfährst, welches die Kernideen des systemischen Denkens sind, warum der systemische Blick gehörig mit gängigen Annahmen über Führung aufräumt, woher Mitarbeitende und Führungskräfte in Unternehmen eigentlich wissen, was sie den ganzen Tag lang zu tun und zu lassen haben. Aber hör selbst. Und ich freue mich wie immer über deine Rückmeldung. Liebe Christina, ich freue mich total, dass du heute bei mir im Podcast bist. Ich habe tatsächlich dein Buch gelesen, Am Meer, und es ist mir überhaupt gar nicht langweilig geworden. Aber wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt nicht über das Buch sprechen, das können die Leser am Ende sich nochmal anschauen, sondern wir wollen einen Schwerpunkt setzen beim Thema systemisch führen. Was ist das überhaupt? Aber das bauen wir jetzt mal so langsam auf, und ich möchte so einsteigen damit, dass du unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal erklärst, was ist denn überhaupt systemisch und wo genau ist der Unterschied zu Systemtheorie? Und bitte nicht so lang. Hallo Svenja, erstmal ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Freue mich riesig. Und dass du das Buch gelesen hast am Strand, ist ein tolles Feedback, denn es war unser Ansinnen, ein Buch zu schreiben, das Leute in ihrer Freizeit auch lesen mögen. Und das scheint jetzt gerade zu gelingen. Ich habe jetzt also schon mehrere Fotos von Büchern am Strand bekommen. Okay. So, ich bin ganz neidisch, dass man jetzt noch am Strand ist. Aber gut, anderes Thema. Also, was ist überhaupt systemisch? Und wir haben ja auch schon so ein bisschen vorgeplänkelt, und es gibt ja so kürzlich immer wieder so einen Unterschied, der aufgemacht wird, ne, zwischen Systemtheorie und systemisch. Und vielleicht knüpfe ich da nämlich auch einmal an, so als Brücke, denn dieser Unterschied oder diesen Unterschied zu machen zwischen Systemtheorie und systemisch, das kommt aus meiner Sicht aus dem Lager der Systemtheoretiker und soll damit das in Anführungsstrichen, sagen wir mal, nur Systemische so ein Stück weit einordnen als so einen eher methoden- oder rezeptorientierten oder aber auch vor allem personenorientierten Ansatz. Also so das Systemische als eine sehr personenorientierte Schule, der, so die Systemtheoretiker, ja eigentlich dann doch der theoretische Unterbau fehlt, deshalb irgendwie zu kurz springt oder eben auch jenseits der Arbeit mit Einzelpersonen oder Teams oder Familien ein zu stumpfes Schwert sei. So, nämlich, der Unterschied wird also genutzt, um beispielsweise
diesen Blick auf Organisation und Organisationstheorie ins Feld zu führen und dann eben auch diesen Fokus zu setzen auf die Eigenlogik dieses vielleicht seltsamen, aber sehr ernstzunehmenden eigenständigen Wesens von Organisationen. So, aber eigentlich ist ja die Systemtheorie eine der vielen, vielen Quellen der systemischen Beratung, systemischen Führung, neben noch ganz vielen anderen Quellen. Und es gibt da die verschiedensten Zugänge und Möglichkeiten, wie ich finde, sich eine eigene Wirksamkeit im Vorgehen zu erarbeiten. Je nachdem nämlich, in welchen Kontexten man so unterwegs ist, mit welchen Themen man arbeitet und dann natürlich auch in welcher Funktion. So, und noch ein letzter Satz. Diese verschiedensten Quellen, die sind nämlich auch aus den Sozialwissenschaften, also sowas wie Gruppendynamik, ja. Oder aus der Soziologie natürlich gibt's ja nicht nur Niklas Luhmann, ja. Da kann man ja auch mal gucken, Parsen. Man kann auf die Psychologie gucken, auf die Philosophie, Konstruktivismus oder auch Jean Piaget, Kelly mit seinen Konstrukten. Man guckt auf die Biologie, ja, Maturana, Varela sind hier Namen, auf die Kommunikationstheorie, auf die Kybernetik, auf die Mathematik und, ne? Das heißt, da könnten wir jetzt stundenlang drüber reden, es gibt viele, viele Wurzeln. So. Und deswegen, deswegen ist es auch so schwer, ne, zu sagen, das ist systemisch. Und ich finde, es liegt einfach in jeder Manns und jeder Fraus eigener Verantwortung, sich eben seine eigene Theorie zusammenzustricken, die dann nämlich in dem Feld, in dem man unterwegs ist, einen wirksam macht. So möchte ich das gerne mal rahmen. Also es ist wahnsinnig viel und ich freue mich, dass du unter anderem auch Piaget angesprochen hast, weil ich bin ja so ein bisschen Fan der Entwicklungspsychologie und da ist ja Jean Piaget ganz, ganz wichtig und oft werden diese Ansätze ja als nicht systemisch, zumindest nicht systemtheoretisch verurteilt geradezu. Aber das stimmt ja gar nicht. Wenn man genau dahinter schaut, ist es total kompatibel mit auch systemtheoretischen Denken, meiner Meinung nach. Ja. Und was du auch sagst, zeigt ja auch die wahnsinnige Vielfalt und auch die Problematik. Du bildest ja aus und in unserer Ausbildung haben wir sehr, sehr oft Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben eine systemische Coaching-Ausbildung. Und ich frage dann immer, was ist das denn überhaupt? Was hat das beinhaltet? Was daran war denn eigentlich systemisch und Unterschied zu systemtheoretisch? Und das kann mir niemand erklären. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, was du gesagt hast, diese Vielfalt der unterschiedlichen Quellen. Wenn du das Ganze mal so auf eine Kernidee runterbrechen würdest, welche könnte das sein? Ja, naja, es gibt schon so 2, 3, 4 Kernideen, ne? Also die eine ist auf jeden Fall die des Beobachters, ne? Also wir alle kennen ja eben diese Idee, dass wir, wenn wir die Welt sehen, wir sie uns ein Stück weit oder auch ganz dolle eben auch selber konstruieren. So. Und das heißt, wir sind alle Beobachter und Beobachterinnen unserer Welt und auch der anderen. Und das ist schon eine ganz, ganz wichtige Denkfigur, eben immer wieder in Frage zu stellen, was man da eigentlich wahrnimmt und denkt und es nicht als absolut zu setzen, sondern immer wieder zu sagen, es könnte auch ganz anders sein. Ja, also das ist erstmal so ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der Systemisches ausmacht und der natürlich eigentlich aus dem Konstruktivismus kommt. So. Mhm. Und das Zweite ist der Blick auf Unterschiede. Also immer wieder sich zu fragen, was ist das eine, was ist das andere? Was ist innen, was ist außen? Worauf schauen wir, worauf schauen wir nicht? Welche Unterschiede werden genutzt? Ja, das ist so das Zweite. Und das Dritte ist, dass man, und das ist natürlich auch ganz, ganz wichtig, dass man nicht auf Einheiten schaut oder auf Individuen nur schaut und dort haften bleibt, sondern dass man auf Interaktionen schaut, auf Kommunikation schaut, auf Beziehung schaut, auf das dazwischen schaut. Ne? Das ist dann eben das Systemische. Und habe ich jetzt schon 3 genannt, das Vierte ist dann eben auch die
nach der Funktion zu fragen, ne? Oder dem Nutzen, den eine Sache hat. Also immer davon auszugehen, dass etwas passiert, ist ein Wunder, das ist interessant, da gucke ich mal hin. Und dann frage ich mich, wieso ist denn das eigentlich so? Wieso wird das so gemacht? Welchen Sinn, welchen Nutzen, welche Funktion hat denn das? So. Und ja, und das sind auf jeden Fall so Denkfiguren. Wenn man die beisammen hat, dann kann man schon mal sagen, dann arbeite ich systemisch, ne, wenn ich so drauf schaue. Und vielleicht noch ein fünftes, natürlich immer diesen Kontext mit zu betrachten. Also immer so ein Stück raus zu zoomen mit seinem Blick und zu gucken, was ist eigentlich die nächstgrößere Einheit. Also ja. Beispiel, ne, wenn ich jetzt, du sagst Teilnehmer der Coaching-Ausbildung, ich mache eine Coaching-Ausbildung, es kommt ein Mensch zu mir mit einem Anliegen und ich zoome einfach mal raus und frage mich, in welchem Kontext, in welcher Situation taucht denn das so auf, dass du dich damit so fühlst oder dass du dieses Problem hast? Und wann ist es vielleicht einfach auch weg oder nicht da? Und aha, wie interessant. Dann kann das ja nicht nur was mit dir zu tun haben, wohlmöglich. Ne? So. Ja. Und dann sind wir beim Systemischen. Genau, und es hilft ja auch, zum Beispiel Hypothesen zu bilden. Ne? Da gibt's ja auch einige, die haben oder verfolgen den Ansatz, Hypothesenbildung macht jetzt überhaupt gar keinen Sinn. Man sollte immer nur gucken, was ist und nicht einordnen. Man brauche keine Schubladen. Was denkst du dazu? Ja, Hypothesen sind eine ganz wunderbare Art und Weise, um systemisch zu arbeiten. Und es ist ja eigentlich auch nur die logische Folge, wenn man all das, was ich jetzt eben auch erzählt habe, ernst nimmt, dann kann ich ja auch gar nichts anderes als Hypothesen zu bilden und Annahmen zu treffen. Und dann schaue ich mit diesen Annahmen auf die Welt und guck, was sich mir zeigt dadurch und was gerät mir dadurch in den Blick. Und dann kann es sein, dass ich mit dieser Hypothese wirklich einen guten nächsten Schritt machen kann. Und dann kann es aber auch sein, dass irgendwas passiert und ich merke, nee, die Hypothese ist Quatsch, die kann ich überhaupt gar nicht weiter mitnehmen, dann schmeiße ich die jetzt halt weg. Ne? So. Mhm. Und es braucht natürlich eine gewisse Flexibilität im Geist und es braucht auch eine Haltung von Demut, nämlich immer wieder zu sagen, naja, ich habe die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen, ich kann es nicht wirklich wissen. Und es ist auch nicht schlimm, wenn ich mich irre. Ne? Da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Genau, es ist nicht schlimm und ich kann Hypothesen verwerfen. Sie sind Arbeitshilfen und sie sind nicht dafür da, dass ich da irgendetwas in Zement mauere, ne? Sondern Hypothesen sind Arbeitshilfen. Und deswegen denke ich auch, Theorien sind sehr hilfreich, können super hilfreich sein, aber trotzdem kann man ja weiterhin beobachten, was um einen herum passiert. Und der Mensch ist nun mal ein Schubladentier. Ne? So, deswegen glaube ich, das kann man auch gar nicht vermeiden und wundere mich immer, dass das teilweise so, wie kann man das? Ne? Das ist ja unmenschlich. Und überhaupt wird die Systemtheorie vor allen Dingen ja oft auch eher, der Mensch nicht mehr im Mittelpunkt und nicht menschlich dargestellt. Das ist aber überhaupt nicht wahr. Ne? Nee, das ist Quatsch. Quatsch, weil total. Ja. Letztlich geht es natürlich immer um die Menschen, die eben in Beziehung sind, die miteinander kommunizieren. Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, Mensch als Einheit wird uns auch nicht gerecht, ne? Sondern wir sind ja nicht eine Einheit. Wir sind ja ganz viele. Und wir sind Körper, wir sind Geist, wir sind Seele, je nachdem, wie ich drauf schaue. Und wir sind auch in verschiedenen Zuständen. Wir sind ja nicht den ganzen Tag lang der oder dieselbe, sondern ich bin in der Stimmung und in jener Stimmung. Und da finde ich zum Beispiel auch den Ansatz von Gunther Schmidt wahnsinnig hilfreich. Also Gunther Schmidt als ein sehr bekannter Therapeut, Hypnosystemiker, der ja einfach da ganz stark immer hinschaut und sagt, je nachdem, in welchem Zustand du bist, bist du jemand ganz anderes und hast natürlich auch Zugang zu ganz anderen Qualitäten, Seiten, Erinnerungen, Kompetenzen und so weiter. Und genau, und deswegen finde ich so dieses, der Mensch, was ist denn der Mensch? Mhm, ja. Also ich finde, da muss man auch differenzieren, finde ich. Aber es geht auf gar keinen Fall darum, den Menschen wegzudenken oder so. Das ist ja Quatsch.
Ich finde auch im Gegenteil, ne, der Mensch wird mit so Mindset, ne, wir müssen das Mindset ändern und so weiter, das hast du ja auch herausgehoben. Im Gegenteil, er wird da als reines Gehirn quasi dargestellt, als ein Gehirn, was man in irgendeiner Weise dann neu programmieren könnte, damit man dann was auch immer für ein Mindset hat. Und dieser Gedanke ist ja, finde ich, eher unmenschlich. Ne? Das, was macht das mit den Leuten? Wie hoch wird der Anspruch, dass man denken könnte, man könnte sich allein mental neu einstellen, dass man Situationen auf eine bestimmte Art und Weise bewältigt? Das ist ja fast irrwitzig, aber trotzdem gibt es diese sehr zentrierte Annahme und die ist echt fokussiert aufs Gehirn. Finde ich irgendwie schade. Ja, naja, es ist vor allen Dingen wirklich vermessen. Ne? Also da kann man jetzt allein über das Thema natürlich ewig sprechen. Aber ich meine, wir wissen ja alle von uns selbst, auch aus dem privaten Kontext schon, wie schwer uns Veränderungen fallen. Ne? Also jetzt sagen wir nur mal, okay, ich müsste mal wieder 3 Kilo abnehmen oder ich will eigentlich 3-mal die Woche joggen gehen oder ich will nicht immer so schnell wütend werden, wenn meine Tochter sich an irgendeine Absprache nicht hält oder ja, also was haben wir nicht alles so für Dinge vor, ja? Und dann wissen wir natürlich auch alle, wie schwer uns das zuweilen fällt, uns dann dran zu halten, ne? Also wir können uns nicht mal eben so zack, zack verändern. Manchmal schon, ja. Und manchmal passieren auch Dinge im Leben, da ist man ganz erstaunt, oh wow, ja, jetzt ist alles irgendwie anders. Aber ich finde es eben ganz schön heftig, dass im Arbeitskontext da so ein Anspruch erhoben wird, dass die Leute sich mal eben verändern oder entwickeln oder mal eben halt ihr Mindset ändern. Also was ja heißt, veränder dein Denken über die Welt, verändere dein Denken über deine Mitmenschen, verändere dein Denken über dich selbst. Und zwar so, dass wir hier als Unternehmen davon profitieren können. Genau, ja, und damit sind wir auch so ein bisschen beim zweiten Baustein angekommen, nämlich der Führung. Also im Verständnis von Führung oder auch von Führungskräfteentwicklung geht man da ja immer noch sehr mechanisch vor. Ne? Also auch da wieder anderes Führungsmindset, die Leute übernehmen keine Verantwortung. Du hast eine sehr schöne Anekdote mit diesem Vogel vor dem Unternehmen, den keiner aufhebt. Das fand ich ganz super. Und dann sagt die Führungskraft oder der Manager, das zeigt ja, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen oder so, sehr verkürzt jetzt. Ist ja etwas, was Führungskräfte, wenn man sie sozusagen als Mensch sieht, als ein Mensch, total überhöht werden in dem, was sie leisten können. Mhm. Also sie werden ja zu einer Art Übermensch gemacht, oder? Also es wird ihnen ganz viel Verantwortung für Sachen eben zugeschrieben, die sie gar nicht kontrollieren können. Mhm. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass es eben auch eine, finde ich, recht ungünstige Vorstellung davon gibt, dass es eine ungünstige Vorstellung davon gibt, wie so eine Organisation gesteuert werden kann. Mhm. Und daher kommt ja auch dieses Festhalten an Führungspersonen, die dann an sich so lange arbeiten sollen, bis sie halt die mega tolle Führungskraft sind, die alles können und alles im Blick haben und Leute begeistern und mitnehmen können und das Business verstehen und Kundennähe haben und ach, name it, ja, jetzt können wir irgendwie eine ewig lange Liste machen. Und dann sind sie irgendwann so die Superhelden. Und damit sie das auch bloß bleiben, werden sie dann noch durch irgendwelche Bewertungsverfahren gepackt. Und also ja, es ist schon heftig und ich kann auch verstehen, dass viele, auch gerade junge Leute, einfach auch gar keinen Bock haben, da mitzumachen. Ne? Die wollen gar nicht mehr führen, solange Führung eben so gedacht wird. Nur
Und darauf willst du ja wahrscheinlich jetzt auch hinaus. Genau. Ich will darauf hinaus, auch auf deine Definition von Führung. Ja, ne? Also deine Definition, ich weiß nicht, ob es überhaupt deine oder deine aus der Theorie hergeleitete Definition. Ja. Du beschreibst das ja als Prüffunktion. Vielleicht kannst du das nochmal erklären. Ich gebe mir auch immer schon Mühe, Führung und Mensch und Person voneinander zu trennen und zu sagen, Führung ist halt alles, was in eine bestimmte Richtung geht und irgendwie das System so beeinflusst, dass diese Richtung eingehalten wird. Aber du gehst ja noch ein bisschen weiter, fand ich. Und vielleicht kannst du das nochmal erklären. Ja, also Quelle hier auf jeden Fall ganz stark auch Rudi Wimmer. Ne? Der, also finde ich, tolle Aufsätze geschrieben hat zum Thema Führung. Und daher kommt auch diese Beschreibung, Führung als Prüffunktion oder Führung als organisationale Fähigkeit. Aber bevor wir da vielleicht so hingucken, das hört sich ja vielleicht auch erstmal ein bisschen sperrig an. Du hast es ja gerade schon gesagt. Also erstmal geht's ja darum, sich zu fragen, was ist denn überhaupt Führung? So, und man kann es ganz einfach beantworten mit, das ist Beeinflussung. Also das bedeutet, wenn ich hier morgens mit meiner Familie am Frühstückstisch sitze und wir haben den Tisch gedeckt wie heute Morgen und es gibt Brot und alles Mögliche, was dazugehört, und die eine Tochter sagt, das Brot mag ich nicht, das ist total blöd, und fängt dann an zu quengeln und sagt, oh, ich will jetzt aber Cornflakes, und ist aber nicht bereit, selber aufzustehen, um sich welche zu holen und so weiter. Und dann stehe ich auf in Gottes Namen und dann stelle ich ihr eine Schüssel hin mit Cornflakes. Also dann bin ich geführt worden. Mhm. So, ne, ich habe mich davon beeinflussen lassen. Und in Organisationen passieren natürlich ganz, ganz viele Dinge, über die man sich wundern kann, dass sie passieren, und es passieren ganz viele Dinge nicht, wo man sich genauso drüber wundern kann, warum die eigentlich nicht passieren. So. Und woher wissen die Leute überhaupt den ganzen Tag lang, was sie zu tun und zu lassen haben? Das ist doch interessant, oder? Und das wissen sie ja nicht, weil jetzt eine Person daneben steht und ihnen pausenlos sagt, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Ja. Und das wäre ja aber in Konsequenz dann Führung nur an Führungspersonen aufzuhängen. Nein, in Organisationen gibt es darüber hinaus ja massenhaft Dinge, die den Leuten sagen, was sie machen sollen. Also es gibt natürlich alle möglichen Kommunikationswege, die bekannt sind, ne, die zum Beispiel einzuhalten sind. Also ich weiß dann, wenn ich in einem Konzern arbeite und es gibt irgendwie ein bestimmtes Vorstandsmeeting, dann weiß ich ganz genau, aha, bis 2 Wochen vorher muss ich an eine bestimmte Stelle meinen Vorschlag einreichen. Da müssen dann noch 3 Leute drauf unterzeichnet haben und, ne, muss ich jetzt nicht weiter ausführen. So, dann weiß ich aber auch, es gibt so und so viele Hierarchieebenen. Ich bin auf Hierarchieebene, was weiß ich, 2. Und dann habe ich hier noch die und die Kollegen. Und dann tue ich gut daran, die auch noch einzubinden, wenn ich irgendwie eine Entscheidung treffen will. So, das heißt, das führt mich den ganzen Tag, ne? Allein das Wissen darüber, aha, wir haben bestimmte Gremien, wir haben bestimmte Hierarchieebenen, es gibt bestimmte Rollen, es gibt bestimmte Funktionen. Da muss ich mich dran halten, denn sonst riskiere ich, und darum geht's ja bei allem, nämlich meine Mitgliedschaft. Also ich riskiere es, dass man mich rausschmeißt oder zumindest ich nicht mehr gut gelitten bin oder, keine Ahnung, meine Ziele nicht mehr gut erreichen kann oder gedisst werde. Das riskiere ich alles, wenn ich mich daran nicht halte. Also mache ich das besser, ne? So. Und dann gibt's natürlich auch noch alle möglichen Prozesse, ja, also Qualitätsmanagementsysteme, irgendwelche Handbücher, Skripte, meine Güte, da gibt's ja so viele Sachen. Oder die ganze Technologie, die genutzt wird, die Programme, die nur auf eine ganz bestimmte Art und Weise funktionieren, die ganzen Formulare, das alles führt mich. Ja, da brauche ich keine Führungskraft, die mir das sagt. So. Und dann gibt's natürlich auch die Personen, die mich führen, aber die tun's manchmal, ohne dass sie es merken, dass sie es tun. Oder ganz oft sogar, ne? Weil ich sie mir einfach vorstelle und mir denke, ah, okay, meine Chefin, ja, die braucht das ja immer, die braucht's immer irgendwie auf 3 Folien, und dann muss ich der noch ein Bild da drauf machen, weil dann liest es ja doch sonst nicht und so. Und dann führt mich das. Ich schreibe ihr das zu, dass sie eine ganz bestimmte Art von Typ ist, und dann, vielleicht ist sie das gar nicht, ja, so. Aber ich führe mich darüber.
So, also lange Rede, es gibt ganz viel und dann gibt es natürlich auch noch diese ganze Kultur. Das bedeutet diese ganzen Bewertungserwartungen, die jetzt mal jenseits des Businesses noch laufen. Also bei uns darf man möglichst keine Anglizismen benutzen, sonst ist man gleich persona non grata. Oder damit du irgendwie mit deiner Idee durchkommst, musst du total die Ellenbogen ausfahren, ja, und musst richtig dafür eintreten, sonst hört dich eh keiner. Also da könnte ich jetzt auch 3 Millionen Sachen nennen, aber natürlich führt mich das dann auch den ganzen Tag lang. So, also lange Rede, in Organisationen oder Organisationen führen die Leute durch ihre Strukturen. Mhm. Und das muss man sich unbedingt genauer angucken, denn so eine Organisation kann ja total dysfunktional organisiert sein. Total, ne? Weil ja natürlich auch die alten Kommunikationen, wenn man so will, führen ja irgendwie auch, ne? Also die Vergangenheit, ja, und die Ideen der Vergangenheit. Mhm. Und das Ganze, kann man sagen, ist ganz schön komplex. Ne? Und du hast dazu einen wunderbaren Podcast, der hat mir ganz, ganz gut gefallen, also sehr, sehr gut gefallen, über Muster und Spielregeln. Den werde ich nochmal verlinken. Mhm. Dann könnt ihr euch das nochmal anhören, wenn euch das interessiert, weil das ist, finde ich, unglaublich spannend, mal hinter Muster und Spielregeln zu schauen. Und ich selbst schaue mir immer sehr gern so Regelkreise an, ne? Regelkreise, mhm, des Verhaltens. Was macht man eigentlich wann, ne? Und wo kann man da vielleicht auch eine Kleinigkeit einfach mal verändern, weglassen oder so Dinge, mhm, ausprobieren. Das wäre ja vielleicht auch so, wenn man sagt, ja, eine Führungsidee, was kann ich anders machen an dem bisherigen Regelkreis, oder? Wie siehst du das? Ja, total. Also ja, man kann eben, wenn wir jetzt sagen, Führung ist eine Prüffunktion, ne, dann braucht es dafür natürlich einen gewissen Rahmen. So. Und was ich wirklich empfehle, ist, dass es in Organisationen standardmäßig ein Gremium geben sollte, einen Kreis, der sich regelmäßig trifft und der aus Personen zusammengesetzt ist, quer durch die Organisation. Und es müssen und sollten eben auch nicht nur Führungskräfte sein. Und dieses Gremium sollte sich regelmäßig die Frage stellen, wie sind wir eigentlich organisiert und ist das, wie wir hier organisiert sind, eigentlich hilfreich für das, was wir gerade an Herausforderungen haben, mhm, und was wir auch in Zukunft an Herausforderungen sehen? Und kann das jetzt eigentlich alles so bleiben, wie es ist, oder müssen wir daran was ändern? Und dann ist es eben ganz gut, diese Sachen, die ich gerade aufgezählt habe, auch mal durchzugehen miteinander und zu sagen, ah komm, lass uns mal auf unsere Führungspersonen schauen, lass uns auf die Kommunikationswege schauen, also auf welchen Wegen läuft bei uns Führung, lass uns auf Führungsprogramme und Führungsmittel schauen, lass uns auf die Führungskultur schauen und lass uns auf alle weiteren führenden Kräfte schauen, was fällt uns da noch ein? Und lass uns bei allem immer wieder fragen, kann das so bleiben oder muss das weg? Oder muss das anders? Genau. Ja, wir sprechen ja hier über systemisch führen, ne, was ja so ein bisschen in Mode gekommen ist. Und vorher gab es ja agiler führen, ne, agil führen, agiler. Ich habe damals mein Buch agiler führen, weil agil führen fand ich einfach unverschämt als Anspruch. Das wurde aber irgendwie total übersehen, dieses kleine Detail. Und ja, Agilität hast du ja auch angeschnitten. Wenn wir das jetzt nochmal kurz betrachten, da könnte man ja auch ewig drüber sprechen. Was ich ganz spannend fand, dass du gesagt hast, eine agile Organisation, wenn man das begreift als Anpassungsfähigkeit von einem Unternehmen oder eben Organisation, dann ist das ja im Grunde eine Nullaussage, ne? Also wenn man denkt, wo ist der Unterschied, was macht den Unterschied, macht die agile Organisation ja dann gar keinen Unterschied, weil alle Organisationen müssen sich anpassen. Und wer das dann medial behauptet, der macht Marketing, aber das ist ja eigentlich echt eine Nullnummer. Hm? Ja, also sagen wir mal Nullnummer, weil ich kann es nicht wirklich feststellen, so, nur posthum. Ja, genau, posthum. Also, ja. So, das heißt, wenn eine Organisation gestorben ist, dann kann ich sagen, okay, die war dann wohl nicht mehr anpassungsfähig. Ja,
So. Mhm. Solange sie aber noch lebt, muss ich davon ausgehen, dass sie anpassungsfähig ist. So. Mhm. Und wenn ich jetzt natürlich agil mit anpassungsfähig übersetze, dann habe ich einen leeren Begriff. Mhm. Weil dann, ne, wie soll ich das feststellen, ob jetzt eine Organisation agil ist oder nicht? Also ich kann höchstens dann im Nachhinein sagen, eben wenn sie tot ist, sie war es nicht. So, also was hilft es mir dann? Oder sie war es für den Moment. Und in Podcasts, auch in deinem, muss man sagen, werden ja immer Unternehmen genannt, die besonders agil agieren. Und teilweise kenne ich die und dann, da zuckt sich bei mir, also zieht sich bei mir so alles zusammen, mhm. weil ich denke, oh Mann, ey, da warst du neulich oder hast gehört. Und das ist ja, weißt du, zu sagen, das ist jetzt agil oder das ist jetzt, die sind jetzt vorangekommen, ist ja immer eine Momentaufnahme und das kann sich ja super schnell ändern, ne? So wie man agil vielleicht irgendwie ein Medikament entwickelt hat und dann ist man wieder der Loser. Ne? Und das sind ja so Abläufe oder Menschen, agile Organisationen machen etwas anders, dann ziehen die andere Leute an und plötzlich weht aber, muss ein anderer Wind wehen, weil die Organisation ja immer noch ihre Logik hat, nämlich sie will und muss überleben und dann wird alles, was man vorher in Anführungsstrich bewegt hat, obsolet. Diesen Gedanken, der wird mir viel zu wenig gedacht und ausgesprochen. Mhm, ja. Das ist ja alles eine Momentaufnahme. Ja, ja, genau. Und ich glaube, wir müssen auch hier nochmal unterscheiden zwischen agilen Vorgehensweisen auf einer Teamebene mhm. und eben diesem Begriff agile Organisation. Ja, genau, weil mit der Agilität, den agilen Methoden, agilen Vorgehensweisen, wie auch immer man das jetzt nennt, gibt's ja auf Teamebene große Erfolge, ja? Mhm. Also weil dort, wo es wirklich auch sinnvoll ist, also wo Neues entwickelt wird, wo es sehr komplexe Fragestellungen gibt, wo es darum geht, dass Leute aus verschiedensten Disziplinen gut zusammenarbeiten an einem Produkt, dann ist das ja wirklich erfolgsgekrönt. So, das muss man ja wirklich auch festhalten und sagen. Und gleichzeitig wird aber in Organisationen nicht an jeder Stelle Neues entwickelt, sondern Organisationen haben große Teile, die auf Dauer stehen, ja, oder die die Sachen wirklich wiederholen, die Routinen haben. Und da macht es auch überhaupt keinen Sinn, agil vorzugehen. Das, wie soll ich agil die Buchhaltung machen, ja, wenn es jeden Monat wieder dasselbe ist, so. Und das müssen wir eben unterscheiden. Und deswegen können wir das Thema Agilität nicht hochziehen, einfach mal so auf die Organisation. Und es reicht auch nicht, jetzt irgendwelche Teamansätze auf ganz viele Teams hochzuziehen. Da bin ich immer noch nicht auf der Organisationsebene, weil die Organisation ist was Eigenes. Das ist noch mal was drumherum, wenn man das jetzt mal bildlich sehen will. Ne? Und da komme ich über die Multiplikation von Teams, komme ich nicht hin auf die Organisation, weil ich bleibe ja immer in dieser Logik von Team. So. Richtig, und ja. Genau, also und das finde ich ist immer noch mal so wichtig und das war mir ja natürlich oder war uns auch so wichtig in dem Buch, dass wir die Organisation wirklich so als eigenes Wesen, die nämlich oft vergessen wird, auch ins Feld führen. Und so. Was du auch sagst, ne, dass es auf Teamebene natürlich was völlig anderes ist, dass es auf Teamebene aber aus meiner Sicht vor allen Dingen auch auf die Grenzen oder nenn es Schnittstellen oder wie auch immer ankommt, wo nämlich ganz automatisch Widersprüche sind. Ja, also das ist völlig klar, dass da Widersprüche entstehen und dass es deswegen solche Phänomene gibt wie die Scrum Mom oder der Scrum Pup, ne, der irgendwie sein armes Team schützt vor dem bösen Management. Ne? Das habe ich sehr, sehr oft erlebt, dass das passiert und dass man dann verzweifelt an diesen eigentlich total normalen Widerspruch. Und ich denke, systembewusstes Führen, wenn man das so nennt, müsste sich einfach darüber klar sein, dass das dazugehört. Ne? Ja, genau. Das also, ist ja sowieso auch, glaube ich, sehr entlastend, wenn man das einmal verstanden hat, dass
in Organisationen eben diese Widersprüchlichkeiten sind und man die auch nicht wegbekommt. Ja, das ist unglaublich entlastend. Ne? Ja. Also ich merke, dass das oft super schwer in den Köpfen ankommt. Ne? Ach, kann das wirklich so sein? Oh, ja, dann heißt das ja, ne? So, das ist aber so eigentlich eher so auf der Fühlebene, ne? So sachlich haben die meisten Leute das verstanden, aber auf der Fühlebene ist es manchmal richtig schwierig, ne? Das anzunehmen. Ja, es ist ja auch unangenehm, oder es wird als unangenehm empfunden, dass nicht alle an einem Strang ziehen. Und genau, weil da die Idealisten unterwegs sind. Ne? Es gibt ja New Work, ist ja auch so ein großes Thema, kommt ja bei dir auch vor. Ne? Ist ja auch so ein Wort, was eigentlich gar nichts aussagt. Wenn man seine Bedeutung erkundet, dann kommt man zu Aussagen, aber die sind derzeit nicht das, was verwendet wird. Und da sind viele Idealisten unterwegs. Ne? Die wollen die Welt bekehren, so meiner Meinung nach. Und die vergessen völlig, dass wir wirtschaften müssen und dass das bedeutet, dass bestimmte Themen vielleicht zu einer bestimmten Zeit auch gar nicht so im Vordergrund stehen können und man sich die Frage stellen muss, wie müssen wir die Umgebung gestalten, damit wir trotzdem den Menschen gerecht werden. Und damit meine ich jetzt nicht diesen idealistischen Humanismus, sondern das Verständnis, dass natürlich Menschen zu einer Organisation gehören, dass man die aber nicht zufrieden machen muss oder so. Ne? Ja, naja, oder eben nicht immer machen kann. Ja? Nicht machen also, kann, genau. Nicht machen das, kann. Ja. Weil jetzt, glaube ich, sind wir in wirtschaftlich sehr schwieriger Situation und da merke ich auch viel, könnte man jetzt als Regression bezeichnen, ne? Viel Rückbau, viel, das brauchen wir jetzt nicht. Weiß nicht, wie deine Erfahrung ist. Meiner Meinung nach gibt es einen Unterschied zwischen den wirtschaftlich erfolgreichen Unternehmen, meistens eher IT und international verzahnt, und dann anderen Unternehmen, die eher so ein bisschen, ne, so auch die deutsche Industrieproblematik mit sich schleppen. Ja. Naja. Absolut. Also das sind jetzt gerade herausfordernde Zeiten. Ich denke, das bleibt jetzt auch erstmal so. Also denke, es gibt guten Grund, sich da jetzt auch anzupassen und das Stichwort nochmal zu nehmen und nicht darauf zu hoffen, das geht jetzt ganz schnell wieder weg. Ich glaube es nicht. Es wäre natürlich schön, weil das belastet uns alle sehr, was auf unserer ganzen Welt derzeit los ist. Und was da überall aufflammt und flackert und es macht vielen Menschen Sorgen und Ängste. Und ich glaube, ja, es geht darum, dass die Ideen haben, wie man damit umgehen kann, auch auf die zugehen, die vielleicht im Moment keine Ideen haben, wie man damit umgehen kann. Und ja, mich besorgt an der Stelle natürlich wahnsinnig unsere politische Situation auch in unserem Land. Und bin da gerade, muss mich da auch erstmal finden im Moment und schauen, wie ich vielleicht auch meine Sichtbarkeit, die ich habe, jetzt auch positiv nutzen möchte oder kann, um vielleicht auch gute Impulse zu geben. Ja, da bin ich gerade in so einer Selbstreflexionsphase darüber. Ja, das wäre bestimmt ein auch wertvoller Einfluss, weil ich denke, wir sind ja jetzt beim Blog Agilität und Führung. Agilität ja auch viel mit Innovation in Verbindung gebracht worden ist und im Ursprungsgedanken, also es gibt ja für Agility ganz viele Quellen. Ne? Für mich fängt das nicht an 2001 mit dem Agilen Manifest, sondern eigentlich schon früher. Ja. Und diese Grundidee, es geht auch um Innovation. Es geht darum, irgendwo auch an den sich immer stärker verändernden Märkten in Anführungsstrichen zu überleben, aber auch die veränderten Bedingungen, zum Beispiel Handels-, Freihandelsabkommen oder was auch immer da eine Rolle spielt, mitzudenken. Und dieser Aspekt von Agilität ist in Deutschland meiner Meinung nach am wenigsten angekommen. Also man nimmt das immer so für effizienter werden, ne?
also immer noch effizienter werden, aber nicht innovativer. Wie ist da deine Wahrnehmung? Ja, das finde ich spannend, da so hinzuschauen. Ich glaube, da bist du sogar auch international sehr viel vernetzter und stärker unterwegs als ich. Also da würde mich fast jetzt umgekehrt einfach nochmal deine Sichtweise stärker interessieren, ne? Also wie du das auch in anderen Ländern wahrnimmst oder wo du auch den Eindruck hast, gibt es auch einen Unterschied zum vielleicht in Anführungsstrichen deutschen Umgang mit der Agilität. Ich habe da jetzt gar nicht so viele, kann da gar nicht so viele Vergleiche ziehen, ne, im Moment. Und ich glaube schon, dass es vor allen Dingen darum geht, Neues in die Welt zu bringen und dass das eben mit agilen Methoden, Vorgehensweisen eben besser gelingt, wohl möglich, als jetzt mit so linearen Herangehensweisen. Ja. Und da bin ich mir ehrlich gesagt eben nicht so sicher, weil wenn die Methode unterstrichen ist, stellt sich mir die Frage, ob wir als Kultur, die ohnehin schon sehr methodengläubig ist, ohnehin schon zum Beispiel auch von den IT-Systemen eher darauf ausgerichtet ist, etwas optimal, effizient zu bedienen, ob wir das wirklich richtig verstehen. Du fragst mich nach meinen Erfahrungen. Ich selbst bin jetzt auch nicht jeden Tag in internationalen Unternehmen, habe aber so Kolleginnen, mit denen ich spreche, und die nehmen einen extremen Unterschied wahr. Zum Beispiel US-amerikanische Kultur, Umgang mit Innovation. Das ist bei uns wirklich, muss ich ehrlich sagen, offenbar kläglich. Und ich bin ja ein bisschen Börsenfan. Finanzwelt interessiert mich sehr stark und da höre ich halt auch viel Podcasts und habe halt unter anderem so dieses Beispiel Japan, die ja auch sehr schwierige wirtschaftliche Situationen hatten und offenbar derzeit sehr, sehr innovativ sind. Viel mehr Patente, man kann das ja an bestimmten Kennzahlen auch sehen. Und Deutschland hängt da wirklich zurück. Und dann frage ich mich, ey Leute, wir haben so viel Geld ausgegeben, auch Digitalisierung in Verwaltung. Und das ist offenbar an vielen Stellen wirklich verpufft. Und meine Hypothese wäre, das ist vielleicht ein bisschen, weil wir Agilität so anders betrachten als manche andere Länder. Und da wäre ich jetzt bei der Frage, wie kann uns das Systemische oder das Systemtheoretische dabei helfen, da einen anderen Zugang zu finden? Hast du da eine Idee? Ja, vielleicht, ne? Also ich kann da mal so dran anschließen, wenn man jetzt Gesellschaft oder Märkte, Finanzsystem, Unternehmen, andere Organisationen, vor allen Dingen als Kommunikationssysteme begreift, dann rücken ja andere Fragen in den Vordergrund. Nämlich zum Beispiel, wo brauchen wir eigentlich mehr Kommunikation und wo brauchen wir weniger? Also wo ist einfach auch zu viel Kommunikation? Oder worum sollte sich denn die Kommunikation drehen? Und wer sollte daran beteiligt werden? Und ich denke schon, dass das gute Voraussetzungen dafür wären, auch zum Beispiel innovativer zu werden oder noch innovativer zu werden. Und die Systemtheorie hat natürlich dabei einen Haken, denn sie wird ja erst dann wirksam, wenn es einem Anwender oder einer Anwenderin gelingt, sie kunstvoll einzusetzen. Das bedeutet, es hängt sehr stark davon ab, wer sie in die Finger kriegt. Ja, genau, wer sie in die Finger kriegt. Und was dann damit gemacht wird. So. Ja. Und ich meine, dass oder erstmal Punkt. Ja. Also eine weitere Hypothese ist, du sagst, wer sie in die Finger kriegt, wenn sie jetzt klassische, sollte das überhaupt treffen, klassische Unternehmensberatung, die haben natürlich auch ein total finanzielles Interesse. Ne? Da geht's um Märkte, da geht's um wirtschaftliche Interessen. Sowas wie Systemtheorie, sage ich mal provokant, ist einfach zu preiswert. und auch sehr stark abhängig von Menschen, die eine sehr tiefe Erfahrung haben, meiner Meinung nach. Und man kann nicht einfach so ein Konzept einkaufen. Also ich spreche immer wieder mit
Kollegen, die müssen sich zertifizieren lassen auf irgendwelche total crazy Sachen. Dann setze ich mich mit denen zusammen und frage, was habt ihr da eigentlich gemacht? Und dann sagen die mir auch, nee, ehrlich gesagt, nichts Neues, wussten wir alles schon, ne? Irgendwie alles. Mhm. Aber kostet dann 22.000 Euro eine Zwei-Tages-Zertifizierung. Und das verlangen die Firmen dann als Voraussetzung, dass man mit denen arbeitet. Und ich denke, ey Leute, wie verrückt seid ihr denn? Das geht doch nicht darum, irgendetwas, was schon Kotter gesagt hat, irgendwie nochmal einmal durch den Wolf zu drehen, sondern es geht um die Leute, die das wirklich anwenden können, die andere challengen können. Und das sind so wenig, ne? Ja, naja. Aber da sprichst du ja was an, nämlich was ein Wirtschaftssystem macht. Ja, ja. Weil das überlegt sich halt immer wieder, okay, es müssen irgendwie Geldflüsse hergestellt werden. Womit können wir das denn jetzt mal herstellen? So. Und dann kriegt es eben auch so eine Eigendynamik. Und dann gibt es eben diese Zertifizierungen und das ist ein super Geschäftsmodell. Und dann wird es eben auch so lange weitergemacht, solange es eben weitergemacht wird. So. Da fragt jetzt keiner nach Sinn oder Unsinn. Ja, also wozu das ist auch, ja, weil genau, das Geld fließt ja. Ja. Das finde ich. Warum verstehen das die Leute nicht in ihrem Führungssystem, dass natürlich all diese Ideen auch eigene wirtschaftlichen Interessen haben und dass es Rezepte einfach nicht gibt. Aber ich glaube, da sind wir beide auf einer ähnlichen Linie und überlegen uns, wie kann man das endlich verständlich machen? Vielleicht durch so einen Podcast. Ich back ja gerne Kuchen. Ja. Sehr, sehr gerne. Und da bin ich immer dankbar für richtig gute Rezepte. Ich habe mir zum Beispiel auch wirklich zur Aufgabe gemacht, ich gehe auch gerne wandern. Und wenn ich dann zum Beispiel auf so einer Berghütte bin und da ist so eine Bäuerin und die serviert mir einen Kuchen und ich flipp schier aus darüber, wie gelungen der ist, dann frage ich die nach ihrem Rezept. Und oft kramen die das dann auch ganz stolz irgendwo raus, so handgeschrieben von 1954 oder so. Und das ist großartig, tolle Rezepte zu haben. Und gleichzeitig ist aber das Rezept ja nichts ohne mein Wissen, dass ich eben, wenn ich einen Biskuitteig mache, den wirklich 8 oder 9 Minuten rühren muss. Ja, ja. Weil sonst bringt es auch nichts. So, also lange Rede. Wir kommen da ja nicht drum rum, dass die Qualität dann doch immer auch in der Anwendung entsteht. Ja, oder eben auch nicht. Genau. Und vielleicht hört das ja der eine oder andere. Das wäre schön. Jetzt will ich nochmal zu einem vielleicht etwas kritischeren Blick kommen. Und zwar das Thema Frauen und systemisch und Systemtheorie. Wir haben ja so einen Ritt gemacht durch systemisch, Systemtheorie, Führung, Agilität. Und mir ist halt aufgefallen, dass die Systemtheorie rein von Männern besetzt wird. Die finden sich auf den Podiumsdiskussionen, die sind Vortragsredner, die schreiben Bücher, die haben die Interpretationshoheit. Und ich bin, das weiß jeder, der mir folgt, überhaupt keine in diesem Sinne Hardcore-Feministin. Aber das ist einfach eine Beobachtung. Und ich frage mich, wieso ist das so? Beispielsweise habe ich mir mal die Mühe gemacht, in deinem Buch durchzuzählen. Du hast 44 Autoren verlinkt mit Hinweis auf das Systemtheoretische. Davon sind nur 4 Frauen. Warum ist das so? Ja, du, da sprichst du wirklich einen Punkt an, über den habe ich mich am Ende selbst geärgert, denn ich hatte mir so fest vorgenommen, auch bei meiner Recherche und beim Schreiben, noch viel besser und tiefer auch nach Quellen weiblicher Autorinnen zu suchen, von Autorinnen zu suchen. Und weißt du, ich hätte ja zumindest auch mal eins deiner vielen Bücher aufführen können oder so, ja? Oder es gibt natürlich ganz viele Autorinnen. Man muss ja nur mal gucken, der Karl-Auer Verlag, ne, der Verlag für Systemisches, der hat ja ganz, 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 ganz viele Frauen auch in den Listen der Autoren stehen. Und viele kenne ich aber auch gar nicht, muss ich ehrlich zugeben. Und ja, warum ist das so? Das ist natürlich an der Stelle meine Begrenzung gewesen, mich auch auf das zu beziehen, was ich jetzt nun erstmal kannte. Und
da kann man jetzt auch wieder sagen, da sind natürlich meine Lehrer schuld, die mir das so dann auch vermittelt haben und die dann eben auch eben diese weiblichen Quellen nicht zitieren. Ja, so. Und wie gesagt, also da triffst du jetzt echt einen wunden Punkt, weil da habe ich mich am Ende selber geärgert. Und mir wäre das auch wichtig, dass wir wirklich nochmal gut schauen, dass wir die vielen Verdienste und tollen Leistungen von Autorinnen auch größer machen und weitererzählen und da auch dazu beitragen, dass deren Gedanken und Arbeit eben auch sich vervielfältigt und weitergedacht wird. Ja, und mich sprach jetzt letztens auch eine Kollegin an auf der Buchparty, dass sie jetzt ein Projekt startet, die Frauen in der Systemtheorie ins Rampenlicht zu bringen. Und das finde ich super, ja. Genau, meiner Meinung nach spielt dabei eine Rolle der Lündy-Effekt, den habe ich in meinem Buch Mentale Modelle zum Beispiel beschrieben, dass man also auf das zurückgreift, was ohnehin schon da ist. Und das wiederholt sich und wiederholt sich. Das heißt, der Erste, der ein Literaturverzeichnis macht und so weiter und so fort. Und dann werden immer die gleichen zitiert und das ist sozusagen so ein Kreislauf. Das ist aber nicht das Einzige. Ich kann dir das als Frau, die immer versucht hat, ins Wirtschaftssegment zu kommen und keinen Bock mehr hatte. Ich habe ja auch mal Karriere zum Beispiel gemacht. Karriere war mir immer viel zu wischiwaschi und nix, irgendwann alles rauf und runter gedacht, dass das echt richtig schwer ist, weil die sehen dich schon von den Verlagen nicht in den Segmenten und die wollen dich einfach nicht ins Wirtschaftssegment nehmen. Das ist so ein Grund, ne? Und das kann ich mir vorstellen und ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass Männer schon sehr stark in ihren Männernetzwerken sind und eine bestimmte Art und Weise des Denkens haben und teilweise da auch wirklich ein bisschen strafend unterwegs sind. Ne? Also wir haben in meinen Ausbildungen, unseren Ausbildungen immer einen relativ hohen Frauenanteil, weil ich das Gefühl habe, weil wir nicht so stark mit Systemtheorie und diesen Angstthemen, die sind bei einigen richtig angstbesetzt, agieren, dass das so ein bisschen weicher wirkt, ne? Mhm. Das finde ich, ist auch was Komisches, ne? Möglicherweise hat es mit den unterschiedlichen Eigenschaften zu tun, aber ich finde es wirklich schade und bin manchmal der Meinung, vielleicht müsste man an den Stellen doch mal bewusste Quoten einziehen. Ja, du, also ich habe da, glaube ich, eine interessante Geschichte so für mich selber oder eine Entwicklung genommen, denn für mich war das immer überhaupt kein Thema, ne? Also viele Jahre habe ich auch immer gesagt, ah mein Gott, ja, also ja, ich merke gar nicht, dass ich eine Frau bin. Ich bin mit meinem Erfolg zufrieden, ich werde gehört, ich bekomme meine Bühnen, ich bekomme meine Räume, ich nehme sie mir auch einfach und ich gehe meinen Weg und ich habe irgendwie keinen Nachteil feststellen können, dass ich eine Frau bin. So bin ich eigentlich lange Jahre unterwegs gewesen. Und dann gab es aber tatsächlich hier und da mal Situationen, die ich beobachtet habe bei anderen. Und dann habe ich gemerkt, aha, ist ja interessant, da gibt es ja scheinbar doch irgendwas. Jetzt hör mal auf, das zu leugnen, solidarisier dich mal mehr mit diesen Frauen, die das eben stärker erleben als du. So, und dann bin ich da einfach oft sehr viel aufmerksamer geworden. Und genau, und jetzt kann man natürlich sagen, ja, okay, dann habe ich angefangen, darauf zu achten und dann fiel es mir plötzlich auch auf, wie es mir selber auch geschieht, ja. Wie ich also aufgrund meines Frauseins eben benachteiligt bin. Und der Höhepunkt war dann tatsächlich mal, dass ich bei einem Neukundengespräch war und der Inhaber dieser Firma, die machen so Badezimmerarmaturen und sowas, dann tatsächlich zu mir sagte, und Sie sind ja auch eine Frau und von Ihnen lasse ich mich schon mal überhaupt gar nicht beraten. Ja, also da kann ich jetzt so drüber lachen, weil das war so. Das ist immerhin eine direkte Ansage, ne? Könnte man auch sagen, immerhin ehrlich. Ne? Ja. Genau. Und so.
Und naja, und jetzt kriege ich natürlich so ganz verschiedene Rückmeldungen. Die einen sagen, ach Mensch, Christina, du bist aber präsent hier in dieser Systemtheorie und toll, und dann können wir dich ja zitieren und so. Und dann merke ich dann eben auch, wie ich dann eben auch teilweise nicht zitiert werde an Stellen, wo ich denke, aha, interessant, wieso werde ich denn jetzt nicht zitiert? Also naja, es ist ein sehr komplexes Thema, und ich denke, wir beide hier sind doch ein gutes Beispiel dafür, dass wir, ne, wie sagt Ute Clement, sie als Frau haben es ja weit gebracht, ne? Ja, ich glaube, was uns beide verbindet, ist vielleicht auch, wir haben eine gewisse Analyseneigung, können die Sachen durchdringen und wollen es auch. Das geht ja Hand in Hand, und das findet eine gewisse Akzeptanz. Aber es gibt eine Grenze, und diese Grenze finde ich sehr, sehr interessant. Und ich meine, dass die schon von Männern gemacht wird. Und wenn die Männer jetzt zuhören, bitte, ihr wisst, ich bin überhaupt niemand, der da irgendeine großartige feministische Neigung hat. Aber das ist ein Phänomen, ist interessant. Und ich finde deswegen, dass man, wenn man Kongresse zum Beispiel veranstaltet oder was auch immer, Bücher schreibt, da vielleicht nochmal separat drauf achten sollte. Ich werde das in Zukunft übrigens auch machen. Denn genau wie du habe ich da auch einen blinden Fleck. Genau wie du habe ich auch, ich würde meine eigenen Verzeichnisse, habe ich noch nicht durchgezählt, werde ich demnächst mal machen. Da bin ich wahrscheinlich auch ähnlich unterwegs. Und ja, da sollten wir vielleicht ein bisschen dran arbeiten. Unbedingt, ja. Danke für den Impuls, das mache ich. Nach diesem Ritt durch unterschiedliche Themen, systemisch, systemtheoretisch, Führung, Agilität, vielleicht nochmal am Schluss so eine Zusammenfassung. Systemisch führen, wenn das jetzt jemand hört, der in der Praxis ist und eigentlich super engagiert ist, unglaublich viel machen will und sich fragt, Mensch, wie setze ich das denn jetzt um? Hast du einen Tipp? Ja, denn das war schon versteckt in dem, was ich vorhin gesagt habe. Mein Tipp wäre, bilde einen Arbeitskreis. Nein, also nein, das tatsächlich. Also es braucht dieses Team, es braucht dieses Gremium, das sich wirklich routiniert trifft in jeder Organisation, finde ich. Und es ist so, so wichtig für die Zukunftsfähigkeit, sich wirklich mit einer mindestens Handvoll Menschen, Personen in Organisationen hinzusetzen und sich zu fragen, was machen wir hier eigentlich gerade? Ja. Mhm, ja. Und was sind eigentlich die Schmerzen, die wir jetzt schon spüren? Also Beispiel, wir merken zum Beispiel, wir haben eine Wahnsinnsleistungskultur und wir sind hier auch ein ziemlicher Boys Club, und wir haben jetzt irgendwie hier in den Führungspositionen immer noch auf den oberen beiden Ebenen 95% Männer. Und wir haben irgendwie hier wir wachsen, aber wir haben einen riesen Recruiting-Bedarf, und die Leute, die jetzt neu reinkommen, die finden das irgendwie scheinbar gar nicht so toll, dass wir hier so eine Wahnsinnsleistungskultur haben. Die haben überhaupt keinen Bock, 60 Stunden die Woche zu arbeiten. Was machen wir denn jetzt bloß? Ja, also es ist jetzt gerade tatsächlich aktuell ein Fall, den ich kenne, auch wenn er sich jetzt so ein bisschen, hört sich so ein bisschen so an, als würde ich das so kolportieren. Aber das sind zum Beispiel so Dinge, die einem dann mal auffallen könnten, und zu sagen, uiuiui, wie gehen wir denn jetzt damit um? Also wir werden jetzt sicherlich nicht von heute auf morgen unsere Kultur verändern können, aber wir könnten ja mal mit denen, die jetzt neu bei uns sind, darüber sprechen. Also als ein Beispiel, was da so rauskommen kann oder was da so in den Blick kommen kann. Aber das wäre mein Tipp, ganz praktisch, gründet so ein Gremium, das an eurer Organisation arbeitet. Ne? Führung als Arbeit an der Organisation. Und das braucht aber natürlich erstmal diesen Blick drauf, was passiert denn hier eigentlich gerade bei uns und wie gehen wir damit eigentlich um, und kann das so bleiben? Ich habe jetzt, wo du das sagst, gerade zwei Coaching-Klienten so in meinem inneren Auge, die allein auf weiter Flur stehen und etwas verändern möchten und die wahrscheinlich auf deinen Tipp sagen würden, ja, das kann ich aber gar nicht beeinflussen. Was kann ich denn dann machen?
Na, das ist aber schade, dass Sie das nicht beeinflussen können, weil, naja, also wenn ich Führungskraft bin, dann kann ich doch vielleicht einfach auch selber mal damit anfangen, diese Dinge zu beobachten. Und ja, dann mache ich es eben vielleicht erstmal informell. Ne? Ja, ne? Informell wäre der Tipp, genau. Das glaube ich, trauen sich viele nicht, aber ich würde auch sagen, informell, warum nicht? Einfach mal anfangen. Einfach mal Fragen stellen. Also ich denke, das ist ja der zweite Tipp. Mhm. Fragen stellen. Immer wieder Fragen stellen. Einfach mal anfangen. In diesem Sinne, einfach mal anfangen. Danke ich dir ganz herzlich für das tolle, facettenreiche Gespräch. Und Christina, ich glaube, wir sollten an einigen Themen doch nochmal arbeiten, um doch die Welt ein bisschen besser zu machen, zumindest die Arbeitswelt. Sehr gerne. Vielen Dank dir für die Einladung und dass ich hier heute dabei sein durfte. Danke dir. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.